Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Apex Legends Season 13 News Update. Kurz und knappes Update, zwei interessante Informationen. Zum einen, welche Maps haben wir in Season 13 und was ist mit dem Kontrollmodus? Kommt der wieder? Ja, nein, vielleicht gibt es auf jeden Fall eine interessante Information. Natürlich kommt er wieder. Es kommt aber ein Feature hinzu, wenn ich das richtig interpretiere, was ich auf jeden Fall sehr begrüße. Wir fangen natürlich mit den Maps an. Das ist das, was eigentlich am interessantesten ist. Kings Canyon wird die Map-Rotation in Season 13 verlassen. War mir fast klar, dass wir in Season 13 keine 4 Map-Rotation bekommen werden. World's Edge kommt zurück. Und so haben wir in Pubs eine Rotation von World's Edge, Stormpoint und Olympus. Im ersten Split war völlig klar, ich glaube, es war bis jetzt immer so, wenn eine Map ein Map-Update bekommen hat, war das auch die Map, die in Split 1 aktiv war. Ihr könnt mich gerne berichtigen, wenn ich mich täusche, aber ich glaube, es war so. Also haben wir in Split 1 natürlich Stormpoint mit dem Map-Update. Split 2 steht noch nicht fest. Also es wird schon feststehen, es wird uns noch nicht gesagt. Ich gehe aber felsenfest von World's Edge aus, denn Olympus hatten wir jetzt im ersten Split von Season 12. Also macht es meiner Meinung nach nur Sinn, wenn wir eine komplette Season auf World's Edge verzichten mussten, dass es in Split 2 natürlich World's Edge sein wird. Schreibt gerne in die Kommentare, was haltet ihr von der Rotation, beziehungsweise wie findet ihr es, dass Kings Canyon jetzt wieder raus ist für 3 Monate. Und dann kommen wir noch zum Kontrollmodus. Kontrolle kommt im zweiten Part von Season 13, also im zweiten Split mit Sicherheit wieder. Ob das direkt zum Split 2 passieren wird, steht noch nicht. Aber weiter im Text steht hier oben, da spiegelverkehrt, das ist immer blöd, ich bin total behindert. Join in progress will be added. Verstehe ich so, dass andere Mates, ob das jetzt befreundete Mates sind oder irgendwie, auf jeden Fall wird das Squad gefüllt, wenn wir von mir aus 9 gegen 7 kämpfen, dass die anderen beiden, die fehlen, mitten im Game nachjoinen können. Kannten wir von anderen Shootern wie Call of Duty, da ging das auch. Man hat sich immer gefragt, warum ist das in Apex Legends einfach nicht machbar. Und es war ganz häufig so, dass du zum Start einer Runde teilweise schon 7 gegen 9 gespielt hast. Logischerweise war dann ein Dreier-Squad mit einer Person belegt und der neigte natürlich logischerweise dazu, dann auch zu quitten, und meistens sind dann noch einige hinterher gequittet. Und sind wir ganz ehrlich, die 2 Minuten Zeitstrafe sind nach wie vor ein Witz gewesen, aber ich kann dann verstehen, wenn man wirklich schon deutlich in der Unterzahl ist, dass man dann keinen Bock auf die Lobby hat, quittet und wartet dann eben die 2 Minuten, anstatt sich 20 Minuten Kontrolle zu geben und dermaßen auf den Sack zu bekommen. Ladies and Gentlemen, mehr gibt es für heute nicht zu berichten. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine Menge Vorfreude auf Season 13. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf nächste Woche Dienstag. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.